Hallo ihr Lieben, Katrin wieder hier von Maxi Primus und heute möchte ich gemeinsam mit euch was testen und zwar ist das auch für mich eine Premiere. Das Hydro-Boost von Neutrogena, das ist eine Gelee-Reinigungslotion und eigentlich soll man die aufs Gesicht auftragen und nur mit einem Wattepad abnehmen. Das habe ich probiert. Und leider bekomme ich mein Augen-Make-up auf die Art nicht komplett weg. Ja, und jetzt möchte ich mit euch probieren, ob es vielleicht mit meinem super, super Reinigungsschwammtuch funktioniert. Das feuchtet man an und dann nimmt man eigentlich alles ab. Dieses Schwammtuch hat die Eigenschaft, dass es ganz feine Poren hat und auch gleichzeitig ein bisschen peelt die Haut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir tragen das mal auf von Neutrogena. Jetzt. Das ist, also die Konsistenz ist recht flüssig. Schaut mal. So, ein Gel. Recht flüssig das Gel. Und dann trage ich das mal auf meine Haut auf. Es duftet sehr angenehm. Etwas zitronig. Sehr frisch. So, und jetzt kommen wir gleich zu den Augen. Dann sehe ich erstmal aus wie ein Panda-Bär. So. Ich muss dazu sagen, ich verwende kein wasserfestes Augen-Make-up. Okay. So. Und dann nehme ich lauwarmes Wasser mit meinem Schwammtuch. Ringe das gut aus. Und dann bin ich gespannt, ob es funktioniert. Muss ich mal hier schauen. Und es klappt. Nicht beim ersten Mal. Das Make-up wird auch super abgenommen. Ihr seht das. Man fährt damit nur ganz leicht über das Gesicht. Gar nicht zu fest. So. Und mein Augen-Make-up, die Mascara ist komplett beseitigt. Das ist super. Jetzt habe ich natürlich nicht den Effekt, den Neutrogena eigentlich erreichen wollte, indem man nur ein Wattepad verwendet, dass man von der Reinigungslotion noch was auf der Haut hat. Aber ich verwende, jetzt muss ich meine Hände erst abtrocknen, ich verwende stattdessen einfach von Neutrogena das Hydro Boost Aqua Gel. So sieht das aus. Schaut mal. Duftet. Etwas sehr intensiv, finde ich, für meinen Geschmack. Aber es verfliegt zum Glück. Das habe ich schon öfter jetzt aufgetragen. Man braucht nur ganz, ganz wenig. Schaut mal. Es reicht für das Gesicht und das Dekolleté. Im Moment habe ich noch eine kleine Schicht drauf, aber das wird sofort einziehen. Und meine Haut fühlt sich nicht ölig an, nicht fettig. Auch meine Hände, man merkt das, sie sind ganz weich jetzt. Das ist sofort eingezogen. Also ich bin absolut zufrieden und kann das nur empfehlen. Auch die Reinigungslotion, die ist wirklich
Super, die brennt nicht in den Augen. Auch mein Gesicht ist nicht gerötet jetzt hinterher, also nie mehr als sonst. Diese roten Stellen habe ich leider immer. Ja, ich freue mich, wenn ihr auf meinem Blog nochmal vorbeischaut. Da habe ich noch mehr Informationen zu der Hydro-Boost-Pflegeserie. Und ja, einfach mal hier unten in den Kommentaren verlinke ich euch den Beitrag. Schaut vorbei. Ich freue mich auf euch. Ciao.